hier tiefer. Die Basis ist nicht mehr weit. So, darf ich fahren? Ich hoffentlich. Ich komme mir gerade so eine Mischung zwischen GTA 5 und wo war noch sowas? Noch so im Spiel irgendwann war sowas. Die Sicht ist mies. Es ist schwer mit der Peilung. Ja, du hast doch die Leuchtdinger am Boden. Ja, ganz einfach eigentlich. Und jetzt die Herausforderung. Okay, hier geht's lang. Wow. Da ist ein Fels. Ah, da hinten ist es, wie scheint. Da. Siehst du das Licht? Ja, wenn du davor bist, sehe ich natürlich nicht viel. Ich hoffe, er will keine Antwort. So. Dann geht's mal ab zur Basis. Aber ich frage mich ehrlich gesagt, in welchem Meer das ist. So, mitten in China gibt's ja nicht wirklich ein Meer, oder? Ich bin beeindruckt. Nur wenige halten das so lange durch. Aber vielleicht sind sie kooperativer, wenn ihr Kamerad leidet. Meine Fragen sind simpel. Ich will zuerst ihren Namen. Für wen sie arbeiten. Und woher wissen sie von der Existenz der Basis? Natürlich will ich auch wissen, was draußen beim Eindämmungsfeld passiert ist. Sag nichts, halt den Mund! Ja. Ich werde Ihnen dieselben Fragen immer und immer wieder stellen, bis Sie sie beantwortet haben. Wie ist Ihr Name? Muss ich reden? Das muss schmerzhaft sein. Sie brauchen nur zu antworten. Ihr Kamerad wird nicht länger leiden müssen. Noch keine Antwort? Was muss ich tun, damit Sie sprechen? Möglicherweise brechen Sie Ihr Schweigen, wenn ich etwas weitergehe. Komm, probier's. Naja, kommt der jetzt Auge raus oder sowas? Alter, jo. Das ist doch vollkommen unnötig. Sie müssen mir nur antworten und dieser Albtraum hat ein Ende. Alter, die sieht jetzt voll aus wie... Ich hasse es, Menschen so sinnlos leiden zu sehen. Wie... Oh, wie heißt sie denn? Lara Croft in Tomb Raider in dem neuen. So sieht die jetzt aus. Und zwar echt wirklich haargenau. Ein sehr dringender Auftrag. Ich muss sie leider verlassen. Ich werde schon bald zurückkehren und dann werden wir uns weiter unterhalten. Jetzt? Wir finden und zerstören den Kondensator und raus.
Achso, das ist jetzt wieder kurz vorher. Oh Mann, ey. Das ist voll verwirrend, ey. Nein. Aber ich überlege mir was. Ach so, zack. Mach mal auf. Jody, du darfst nicht so nah an sie rankommen. Wir können nicht nur warten. Komm mit. Was? Aber... Sei still und folg mir. So. Gott, das geht. Jetzt zum Kondensator, bevor sie merken, dass was nicht stimmt. Das Doofe ist, bloß Aiden kann nicht reden. Da, sonst könnte man da echt richtig viel draus machen. Die Tür da drüben. Das muss der Weg sein. Und auch Karte durch. Der Kondensator ist nach. Ich fühle Echos, sie kommen aus der Kluft. Das ist zu einfach, da ist was faul. Jody! Jody, was ist da los? Es ist ein. Get up! One verdammt! Right arm in Liga! Ist sie jetzt getrennt von Aiden? Oder wie? Sieht fast so aus, weil das Band plötzlich weg war. Stirb. Keine Ahnung. So, dann nehmen wir jetzt erstmal Kontrolle. Du bist hier, was machst du? Das ist nichts, was du dir nicht verletzt. Oh mein Gott, was ist das? Ich brauch dich. So, hier vielleicht. Sieht nicht so aus. Kann ich irgendwas in der Waffenkammer machen? Ein Gewehr nehmen. Sehr schön. So, wie es scheint, ist Aiden jetzt nahezu komplett getrennt. Hier
Hier sind jetzt irgendwie Quartiere oder sowas. Vielleicht irgendwas tun. Nee, wie halt in asiatischen Ländern Quartiere halt sind. Wo bist du, Aiden? Kann ich hier irgendwas machen? Oh, ich bin ja doof. Oh Mann, ich habe eine Waffe. Oh Gott, ich bin so doof. Wir gehen jetzt da mal schnell zurück. Und töten die Leute da einfach. Oh Mann, hab mir gerade schon gedacht, ey. Okay, ah, dieses Schutzschild ist sehr gut. Alter, wie viele Wunden hatten die? Ja. Schnell. Hol mich hier raus. So, weg ist er die Tür. Ich muss das Ryan finden. Okay, ist egal, wie stark ich alles okay? Willst du das wirklich wissen? Draufhauen. Hauptsache, zweimal drauf gehauen, dann geht's schon kaputt. Kannst du laufen? Ja, ja, alles klar. Geh zu den U-Booten, warte auf mich. Wenn ich in 15 Minuten nicht da bin, geh ohne mich. Was soll das? Jody, das war's. Die Basis ist zerstört. Los, verschwinden wir, solange es noch geht. Die Kluft steht weit offen. Die Existenzen kommen da massenhaft raus, wenn das so bleibt. Nein, es ist zu spät, Jody. Wir müssen weg. Ich muss es tun. Du weißt das. Na dann. Der Sprengstoff. Ich brauche den Sprengstoff aus dem Verhörraum. Sehe hier. Ja, da ist er. Das war doch der Verhörer. Boah, die sieht echt verdammt aus wie Lara. Verdammt. So, da ist in die Kluft.
wohl nur durchs Wasser. Wie, ich kann da jetzt nicht runter? Der geht weg. Ah, okay, ich brauche einen Tauchanzug. Na dann, tauchen wir doch mal. Mit Stahlkappenschuhen oder mit Stahlschuhen. Das ist klar. So, dann schwimmen wir mal dahin. Hm? Was jetzt? Okay. Ach, können wir am Boden laufen? Das wäre ja cool. Alles pechschwarz. Dem Ding muss es doch Licht geben. So, davon ist irgendwas. Boah, man braucht das schon ganz schön ewig hin. Ey. Irgendwie erinnert mich das schon wieder so ein bisschen an, oh, wie hat das geheißen, Prometheus mit ihren Raumanzügen da. Gleich dort. So. Komm. An jedem Pfeiler ein bisschen Sprengstoff. Da bin ich doch gerade hergekommen. Das ist der. Oder bin ich von da hergekommen? Oh, ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, die dreht sich immer in die Richtung, wo ich noch nicht war. Ja. Schon beeilen. 3 Minuten sind nämlich fix rum. Los, beeil dich! Irgendwie ist das so voll die Slow-Mo-Action. So, yay! Geschafft! Aber es... Du stirbst heute hier mit mir. Oh Mann.
größte Entdeckung, die die Welt jemals gesehen hat. Zerstört! Nur wegen dir, du dämliches amerikanisches Miststück! Zack. Bitch slap. Au. Jahrelange Arbeit! Und alles umsonst! Da! Bam. So. So, komm. Shake your controller. Shake your controller. Verdammt, falsche Richtung. Glück gehabt. Nein, ich drücke immer die falschen Tasten. Oder bewege den Stick immer in die falsche Richtung. Wir sehen uns. Auf der anderen Seite. Tja. Hätten wir uns die ganze Mühe sparen können. Komm, renn! Verpiss dich! Los, weiter geht's, komm. So, jetzt haben wir auch noch Szenen von Titanic drin. Schön tiefes Wasser. Was sag ich mit Aiden? Kann er nicht irgendwie helfen? Ich bin doch da weggegangen. Tja. Verdammt, Ryan! Wo zum Teufel bist du? Kein U-Boot. Oh, da doch. Hast du gedacht, ich lass dich hier? Nee. Hat sie nicht. Aber schnell weg da. Vorsicht, Druckwelle. Natürlich musste das jetzt so kommen, dass die irgendwo dagegen fahren, stoßen und dann nahezu untergehen. Die Schockwelle hat den Antrieb zerstört. Wär mein Leck. Wir werden ertrinken. Die Oberfläche ist nicht weit. Vielleicht schaffen wir es lebend bis hoch. Ja, gibt noch einen vernünftigen Plan. Aber die sind noch relativ tief. Also. Die sterben doch. Oh Mann. Ja, okay. Und was mit ihm? So, wir haben es geschafft wahrscheinlich. Ist ja nicht kalt, ne?
Ah, oh, Mann. Da denkt man nie, dass man irgendwas drücken muss und dann plötzlich... Ah. So. Und der hat's auch noch geschafft. Was für ein Wunder, nicht? Immer noch sauer auf mich. Ja, klar bin ich das. Tut mir leid, ich war ein totaler Idiot. Ja. Weißt du, ich hab dir das nie gesagt, aber ich liebe dich, Jody. Oh. Tja, das ist sehr romantisch. Uns fehlen nur noch die Kerzen. Ich wollte, dass du es weißt, falls wir hier drauf gehen. Gut. Also, was ist mit dir? Liebst du mich denn auch? Hm, irgendwie schon, nicht? Ja. Tut sie ja. Auch wenn das ja, so ein Arsch ist. Rein. Wir wollen es ja so irgendwie zum Guten wenden. Küss mich. Soll ja ein Happy End werden. Oh. Ist es nicht eigentlich klüger, irgendwo hinzulaufen und Hilfe zu holen oder so? Oder sich irgendwo aufzuwärmen? Wir sehen uns auf der anderen Seite. Ey, das ist so... Ey, das wirkt voll wie Titanic, ey. Nur, dass die halt am an Rand sitzen und nicht im Wasser. So. Da,